Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Planet Crafter. So, wir haben das letzte Mal das Portal aktiviert und sind da auch durchgeflogen. Und war dann nochmal drin und habe dann mich nochmal umgeschaut. Also die Gegend schaut eigentlich überall gleich aus. Also immer mit diesen Bäumen, Felsen, dann Wasser und so weiter. Und ich habe dann noch 3 oder 4 Kisten gefunden. Ja, irgendwie sowas. Und hatte dann am Ende jetzt 27.000 Tokens. Das, was ich Besonderes gefunden habe, das war der Legolas Froscheier. Tiermultiplikator 500% und der Energiemultiplikator. Jetzt schleppe ich dieses Ding mit rum. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte es eigentlich zurücklassen. Aber ist egal, ich wollte hier nochmal reingucken. Die Knickfackeln, die habe ich im Übrigen zerlegt, weil ich mir dachte, das kostet so viel, die Dinger herzustellen und vor allem Kunststoff kostet es. Und dann dachte ich mir, ach, warum soll ich die nicht zerlegen? Ich brauche die hier nicht unbedingt. Ich habe reingefunden, ich habe auch wieder rausgefunden. Das wird schon nochmal klappen. Jetzt wollte ich hier eben nochmal mit euch reingehen. Ich versuche mich jetzt mal immer auf der rechten Seite zu halten. So, ich laufe jetzt einfach mal immer hier weiter. Ich meine, da hätte ich mir jetzt den Weg sparen können, ne? Da bin ich jetzt halt hier wieder rausgekommen. Dann gehen wir jetzt halt mal hier. Da müssen wir nicht durch, weil wir können da vorne rum. Genau, da war jetzt halt nochmal so eine Barriere. Dann wollen wir mal hier entlang gehen. Lass mich durch. Jetzt muss ich nur mal gucken. Moment, ich musste mein Handy ausmachen, weil das gerade Batterieanzeige hat. Schauen wir mal hier entlang. Das ist eigentlich der gleiche Weg, da kommen wir von da vorne. So, da haben wir eine Tür, die zu ist. Das heißt also, in dem Bereich ist eigentlich nichts. Ja, in dem Bereich ist eigentlich nichts. So, hier brauchen wir, wie gesagt, nicht durch. Dann ist das jetzt dann der letzte Gang. Ich glaube sogar, dass dann nichts mehr ist, weil wir haben uns da unten ja total verfranzelt. Jetzt bleiben wir mal hier auf der Seite. Da hat man das Gefühl, da kann man durchgucken, ne? Moment, nicht verlaufen. Das war genau hier. Ich habe halt jetzt halt nichts dabei, aber das stört mich überhaupt nicht. Nee. Also da ist da hinten ist überall nichts. Dann gehen wir da nochmal entlang. Das haben wir alles geräumt. Da waren wir hinten, haben die Schränke gefunden. Die haben wir ja leer gemacht. Die müssten jawohl, leer sein. Also gehen wir mal da weiter. Stimmt, da ist noch dieser Fusionsdingsbums, aber ja, ich weiß, ich könnte natürlich noch tolle Sachen finden, ne, das ist ganz klar, aber jetzt halt extra wegen einer Tür vielleicht da nochmal reingehen, ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt auf jeden Fall schon das Gefühl, mit Tokens werden wir kein Problem mehr haben. Weil wenn ich in einem so einen Wrack so viele Tokens finde, dann wird es wahrscheinlich in den anderen Wracks genauso sein. Vermutlich ist das die Tür, die aufgeht. Oder ich weiß es nicht. Gut, dann haben wir jetzt halt die Ecke eigentlich auch schon wieder. Da war der Fusionsdings. Ja. Ich glaube, das... Wie gesagt, wenn ich jetzt hier irgendwas verpasst habe, dann stört mich das jetzt nicht. So, ich muss jetzt bloß wieder rausfinden, weil jetzt habe ich mich tatsächlich wieder verfranzt. Weil jetzt halt alles so gleich ausschaut. Ne? Man kann sich nicht an irgendwas orientieren oder so. Außer vielleicht mal an so einem Labor. Aber auch hier, wie man sieht, laufe ich dann wieder in eine Schleife. Ja, das hat es jetzt auch nicht gebracht, ne? Okay, das, ja, wenn ich jetzt Platz habe, dann nehme ich schon mit. Also, so ist es nicht. Ansonsten würde ich das Zeug da lassen. Ich glaube, hier war es dann der Ausgang irgendwo.
Ah ja, das war die eine Stelle, wo ich die Fackel gedroppt habe. Die könnte ich jetzt zum Beispiel auch abbauen. Dann kriegen wir einen Kunststoff und einen Schwarzpulver, genau. Auch gut. Ah, da sind wir wieder bei dem Fusionsreaktor. Aber ich blicke jetzt schon gar nicht mehr durch, ne? Aber es macht Spaß. Auf jeden Fall, es macht Spaß. Ich finde es toll, dass sie das hier mit reingebracht haben. So, aber warte mal, Fusionsreaktor. Dann hatten wir doch, sind wir doch von da gekommen. Ich laufe wieder mitten rein, ne? Ich wollte nämlich heute dann anfangen mit den Insekten, dass wir die mal ein bisschen pushen. Lass mich durch. Dass wir die Insekten mal ein bisschen pushen. Jetzt bin ich wieder in der Ecke. Warte mal, geht's da? Nee, jetzt sind wir wieder bei den Schränken. Okay. Geh mal hier vor. Hier haben wir leer gemacht. Hier ist nichts weiter, ne? Da ist der Fusionsreaktor. Dann müsste ich doch da zurückkommen. Ich glaube, hier war der Ausgang. Nein. Hier war der Ausgang nicht. Das war eine andere Schrankreihe und dann müsste ich aber da rauskommen. Dann war das hier. Boah, ist das übel. Nein. Jetzt bin ich wieder da hinten in der Ecke. Das kann doch nicht sein. Okay, warte mal. Das hier ist ein Bereich hier, ne? Dieses komplette Ding hier, das ist ein Bereich. Das heißt Sackgasse. Droppen. So, dann liegt nämlich hier mit dem drinnen Eisen. Ich hoffe zumindest, dass du liegen bleibst. Dann wäre das schon mal ein Anhaltspunkt. Hier geht es nicht weiter. So, das hier geht, glaube ich, bis da hinten. Ah, okay. Da sind wir. Ja, gut, gut, gut. So, dann würde ich sagen, ich mache mir jetzt mal hier einen Drop. Warte mal, ich schmeiße mal so einen Lirma-Samen raus. Der bleibt wenigstens stehen, oder? Auch nicht wirklich. Warte mal, wenn ich hier nochmal... Okay, schauen wir mal. Weil mich würde nämlich jetzt halt interessieren, was hier ist. Das Einzige, was ich holen würde, wenn wir jetzt tatsächlich eine Geheimtür finden und wir so eine Zugangskarte brauchen... Also ich muss schon sagen, die Schiffe sind nicht klein, ne? Und dann geht es hier jetzt auch noch runter. Boah, Alter. Okay, wir haben zwei Knickfackeln. So, jetzt mache ich das nämlich folgendermaßen. Wir sind von hier gekommen. Hier liegt das Eisen. Also, jetzt machen wir mal hier eine Knickfackel. Zack. So. Ja, das Eisen, ich weiß es nicht. Stell dich mal da drauf. Und dann dropp mal ganz fleißig das Eisen hier raus, weil das braucht man nicht unbedingt. Warte mal, die Token, die kannst du einlösen. So, dann hätten wir jetzt halt hier mal eine Knickfackel. Da haben wir zugelassen. So. Und schauen wir uns jetzt den Raum hier mal an. Ah ja, das ist dann der andere Zugang, den wir von da drüben gesehen haben. Okay. Da geht es ja nach unten, ne? Nehmen wir mal das da mit rein. Ich zerlege die Kisten trotzdem, weil wenn ich die Kisten sehe, dann renne ich wieder drauf zu. Mach mal dein Licht aus. Da unten schaut so aus, als würde ein Raumschiff stehen. So, jetzt überlege ich nur gerade, ob ich hier nochmal eine Fackel hinmache.
Okay, Pulsarquarz, Triebwerke, Terra-Token. Das Blöde ist, man ist halt sauschnell voll, ne? Mit dem Inventar. So, jetzt warte mal. Du hast da vorne die Knickfackel liegen. Dann machen wir uns jetzt mal hier noch eine Knickfackel hin. Ist da nochmal eine drin? Ja. Terra-Token 1000. Dann nehmen wir mal die Knickfackel hier mit. So. Kernreaktoren. Ein Raumschiff. Nochmal eine Kiste. Wow. Nochmal 100, 500, 1000. Genau das hat auf mich den Eindruck dann gemacht, okay, tokenmäßig haben wir keine Probleme mehr da. Also da kriegen wir wirklich genug jetzt. Okay, aber ich bin ja gierig, ne? Von daher würde ich sagen, wir gehen jetzt halt einfach dann nochmal zurück. So, das müsste dann ja wohl hier der Ausgang sein, oder? Da war der Ausgang, oder? Hilfe? Ja, da ist der Ausgang. Okay, dann warte mal, dann muss ich mir das jetzt halt... Okay, hier ist der Ausgang. Ja, gut, dann passt es, dann passt es, dann passt es. Dann setze ich nämlich jetzt halt hier nochmal eine Knickfackel hin. Dann wissen wir, wenn wir hier reinkommen, ah ja, da links geht's lang. Und die Knickfackeln, die kann ich ja später dann zerstören und nehme mir dann das Kunststoff und so weiter mit. Also von daher ist das alles gut. Und so weit ist es ja nicht bis zum Tor. Ich kann nochmal einen Schluck jetzt trinken. Aber ich finde es gut, dass es bleibt. Yay! Man kann zwar auch hier reinfliegen und weiterfliegen, aber so richtig bringen tut es einem nichts. So, schauen wir mal, was die fleißigen Dröhnchen schon... Nee. Die zugedröhnten Dröhnchen. Wir tun das raus, das raus, das raus, die da raus... Das hier, das hier, das hier, das hier. Weil das sind alles Sachen, das wird geholt. Explosiv brauchen wir nicht. Kunststoff können wir raus tun. Bakterien, der Dünger. Das Eisen. Die Samen. So. Und wir haben so viele Blumensamen jetzt, ne? Energiemultiplikator. Die Dinger tue ich wieder nach innen rein. Also ich blicke jetzt halt schon langsam nicht mehr durch, weil es kommt so viel Zeug hinterher, so viel Zeug nach. Ess mal was. Es bringt nichts, wenn du jetzt halt hungrig da auf Tour gehst. Jawohl, das passt schon. Einen Schluck trinken können wir dann, wenn wir kurz bevor wir beim Schiff sind. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich wieder den Weg finde. Also ich meine, wir haben ja die Knickfackeln hin, aber... Das Eisen werde ich jetzt nicht einsammeln. So, trink noch mal einen Schluck. Das werde ich liegen lassen, weil wie gesagt, die Schränke sind voll. Voll, voll. So, Knickfackel. 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 So, dann sind wir jetzt halt hier wieder. Also schauen wir uns hier noch mal um, aber hier ist nichts. Da hinten liegt auch nichts mehr. Das heißt, wir können jetzt die Kisten looten. Wie gesagt, ich baue die trotzdem ab, weil ich sonst wieder hinrenne. Ja, den kannst du ja auch wegmachen. Der erfüllt keinen Zweck. Und das müsste ja auch der letzte Raum sein. So. Ansonsten kann ich ja hier nichts zerlegen. Ne? Nehmen, zerlegen.
War da nicht nochmal eine Kiste? Ich schaue dann gleich, ob ich das Schiff auch noch irgendwie, ob ich das Schiff besteigen kann. Aber ich glaube, da geht nichts, ne? Nee. Das ist alles Deko. Kann ich das ein bisschen... Ups, nee, das geht leider nicht. Ich kann das nicht screenshotten. Das geht leider nicht, weil in dem Moment, wo ich das Display ausblende, ist auch die Lampe aus. So, und da wir jetzt hier nicht mehr hintergehen, baue ich die Knickfackeln ab. Ja, wir haben noch Platz. So, Knickfackel weg. Knickfackel weg. Wie gesagt, wenn ich jetzt halt hier irgendwas übersehen habe, vergessen habe oder sonst was, es ist total egal. Da geht's raus. So. Ich habe das im Übrigen mal versucht mit dem Extraktor in der Rainbow Cave, aber das funktioniert natürlich nicht. Weil ich meine, die Pulsarquarze, die können wir uns auf jeden Fall herstellen. Die Pulsarquarze können wir uns auf jeden Fall herstellen. Und ich denke mal, dass wir die anderen Sachen dann auch herstellen können, wenn wir die dann so nach und nach freischalten. Da nicht. Wahrscheinlich wieder nur am Multi-Dingsbums. Ja, also die Pulsarquarze können wir herstellen. Das ist okay. Könnten wir eigentlich mal einstellen. Ich weiß nicht, ob das... Jawohl, das funktioniert. Genau, wir haben ja angegeben, alles abholen. Dann sollen die jetzt einfach mal Pulsarquarze produzieren, so viel wie geht. Weil wir müssten einiges an Material haben. Das ist in Ordnung. Und die Pulsarquarze brauchen wir ja. Bei den anderen Quarzen bin ich jetzt natürlich ein bisschen ratlos. Weil ich habe Magnetarquarz noch gesammelt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir den dann... Oder Quasar haben wir ja was gefunden. Sonnenquarz habe ich auch ganz viel noch gefarmt. Es sind bestimmt noch einige Stücken drin. Tut das mal raus. Jawohl, zack, zack, zack. Die Drohnen freuen sich, dass sie was zu tun haben. Dann tu mal das hier raus. Hier tue ich die Teile raus. 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 Wird halt jetzt so nach und nach geholt, ne? Aber es sind ganz viele Sachen wie jetzt Titan, Magnesium, Kobalt. Das sind jetzt so Sachen, die kann ich im Grunde auch in die Presse schmeißen. Sollte ich davon irgendwas brauchen, kann ich es ja nochmal rausnehmen, bevor ich es zerstöre. So. Die Leuchtfackel können wir wieder zerlegen, weil wir da eben dann den Kunststoff kriegen und das Schwarzpulver. So, und das Zeug ist voll. Edge. So. Gut, jetzt wollte ich, und zwar, wir müssen ja unbedingt schauen, dass wir jetzt insektenmäßig nach oben kommen. Ich kümmere mich noch nicht um Frösche oder sonst irgendwas, sondern wir müssten schauen wegen Schmetterlingen zum Beispiel. Da könnten wir zum Beispiel die Schmetterlingskuppel bauen. Wir könnten aber auch erstmal auf die Schmetterlingsfarmen gehen. Da weiß ich allerdings noch nicht, wo ich die hinmachen soll. Aber ich denke, dass ich das auch da vorne mache. Dann machen wir mehr. Dann machen wir zum einen die Blumenstreuer. Blumenstreuer. Wo seid ihr? Pflanzenröhre. Also es gibt ja die Baumstreuer. Hä? Da. Nein, das sind die Baumverteiler.
Baum, Baum. Blumenverteiler, hier. Okay, Blumenverteiler Stufe 2. Da wäre es super, wenn wir es schaffen, 5 Stück herzustellen, mindestens. Weil wir können dann nämlich den Sauerstoffmultiplikator uns schnappen. So, zum einen schnappen wir uns mal hier das Wasser. Das sind ja schon mal 8 Stück. Vielleicht habe ich Glück und da oben hat sich auch mittlerweile was gesammelt. Jawohl, das hat sich auch gesammelt. Dann können wir hier mal... Ah ja. Dann können wir hier mal vielleicht Bakterienproben wieder herstellen lassen. Die werden wahrscheinlich... Oh, die sind ja noch mal voll. Warum nicht? Habe ich das nicht angegeben? Nee, das habe ich nicht angegeben. Deswegen... Okay, können wir mal hier wieder ein Wasser durchrauschen lassen. Wir haben jetzt auf jeden Fall 10 Wasser. Das heißt, für 5 Stück hätten wir. Dann brauchen wir... Superlegierung. Da brauchen wir dann auch 10 Stück. Und jetzt hast du, Blödel, da oben den Dünger vergessen. Bakterien, Dünger, hier. Dann brauchen wir jetzt halt noch 10-mal Dünger. So, dann können wir 5 Stück von den Blumenstreuern herstellen. Und wir nehmen in dem Fall dann mal die, warte mal, die, was wir zu viel haben. Tusker zum Beispiel können wir 2 nehmen. Wir können 2 Nullner nehmen und dann vielleicht eben eine Pestera. So, weil hier haben wir ja die Bienen. Dann können wir hier wieder Blumenverteiler hermachen. Oder ein bisschen weiter rüber. Die müssen wir ja auch nicht einmal so weit auseinander machen, ne? Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Die stehen dann schön in einem Karree. Wir schmeißen jetzt halt einfach hier die Blumen rein. So. Und dann machen wir noch den... Weil das ist jetzt Sauerstoff, ne? Genau, Sauerstoff 325, Pflanzen 21. Dann bauen wir... gehen wir rein in dein Baumenü. Die da können wir wieder wegmachen. Die Schmetterlinge mache ich jetzt auch nochmal weg. Dann machen wir den Verstärker. 2 Schwarz, Uran, Obsidian. Ups. 3-mal Obsidian, 2 Schwarz, 1 Uranstab. Superleg. Uranstab. So, 2-mal Schwarzpulver. Dann schnappen wir uns die Sauerstoffteile oder das Teil. Das ist Energie, Produktion, Sauerstoffmultiplikator. Ist zumindest einer, ne? Das ist ja auch schon mal gut. Dann können wir die da reinpacken. Wir stellen jetzt quasi diesen Multiplikator hier mitten rein. Und dann kommt der Sauerstoffmultiplikator, weil dann sind nämlich die hier alle mit drin. 8 Maschinenkapazität, also ich könnte nochmal 3 Stück mit her tun, aber ist schon in Ordnung. Und jetzt macht jeder hier 1,14 ppt Sauerstoff. Yes. Ich weiß gar nicht, wenn es so einen Pflanzenmultiplikator gibt. Habe wieder nicht alles im Kopf, ob man den dann zusätzlich noch reinpacken kann. Das ist ja nur zum Artikel herstellen, ne? Habe ich eigentlich beim Iridium, habe ich das voll mit 3 Stück oder ist das nur einer oder 2? Ich weiß es leider nicht mehr. Aber so weit ist ja der Weg nicht.
Nee, das haben wir voll tatsächlich. Ja, das Ding stellt ihr auch immer wieder her. Passt. Da brauchen wir nichts reinmachen. Da müssen wir nicht unbedingt was machen. Nee, Multiplikatoren brauchen wir jetzt halt nicht unbedingt. Die können wir da lassen. Das können wir später vielleicht bei der Seide oder sowas machen. Wenn ich die Seidenproduktion aufbaue, dass wir dann da einen Multiplikator reinmachen und dann ist gut. Halt, sortieren wollte ich das. So, genau, Schmetterlingslarven. Hier. Dünger 2, Zeolit und Biokunststoff. Es wäre schön, wenn wir das auch fünffach machen könnten. Biokunststoff, jawohl, genau die 5 brauchen wir. Zeolit. Dann brauchen wir Dünger 2. Dünger 1, Dünger 2. Dann können wir die Schmetterlingsfarme nämlich machen. Da geht es mir um den Multiplikator für die Insekten. Ne, das ist ja Energie. Produktion haben wir ja bei Schmetterlingen nicht. Gut. Dann nehmen wir halt einmal die goldenen Schmetterlingslarven mit. Und die möchte ich jetzt da vorne mit dazu packen. Ich mache diesmal auch gar nicht so ein großes Gedöns mit alle Arten oder sonst was. Das, was ich habe, das habe ich. Das haue ich dann da rein und gut ist. So. Damit haben wir jetzt halt Insekten plus 562. Das wirkt es da noch mit rein? Nee, das hätte mich jetzt auch gewundert. So, dann hier auch nochmal. Das heißt, wir haben ein Kilo in der Sekunde jetzt halt nochmal durch die Schmetterlinge bei den Insekten dazu. Deswegen möchte ich jetzt mal ganz kurz auf den Bildschirm gucken. Bei den Insekten ist jetzt halt 1,155 Kilo die Sekunde. Und die nächste Freischaltung ist bei den Insekten hier bei 500 Kilo. Das erreicht man also quasi schnell. Und dann, bei 800 kommt dann der Seitengenerator. Keine Ahnung, 950, also das ist sehr weit irgendwie auseinander. Wir müssen halt noch die Seitenrauben herstellen, ne? Und hier hinten kommt ja dann das Mutagen Stufe 2. Tiere interessiert jetzt halt noch überhaupt nicht. Da, ich kümmere mich jetzt erst einmal darum. So. Stimmt, du hast ja noch... Bist du doof. Wir haben ja noch 3 Stück. Warte mal, kannst du dich da oben drauf stellen? Ja, gut. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Dann stehen die auch hier so im Fünferkreis. Die 3 müssen wir dann noch füllen. Warte mal. Mal einen Schluck trinken. Ja, die Dinger sind jetzt mittlerweile voll. Jetzt kommt wirklich Wasser nach, ne? Dann gehen wir mal hinten zu den Insekten. Und schauen mal, ob wir hier irgendwie Schmetterlingsdingsies machen können. Die hier zum Beispiel. Neuer Baum, jawohl, Baum sammeln. Und zwar die seltene Larve, Mutagen 2. So, seltene Larve. Halt, wir brauchen ja nur 3 Stück. Seltene Larve. Dünger. Und Muttergen Stufe 2. Ja. Da habe ich jetzt zum Glück in den Schränken hier was drin. Da, Muttergen. So, 3.
So, dann machen wir nämlich jetzt diese hier, weil die bringen ja immerhin am meisten, ne? Schauen wir mal, ob wir die auch wirklich rauskriegen. So. Ach so. Ach, ich bin ja doof. Ich habe das Ding nicht angeschalten. Hier, Forschung, bitte. Danke. Und das dritte noch. Forschung. So, und dann haben wir nämlich beim nächsten Mal hier die Schmetterlingslarven. Ich bin noch mal gespannt, was wir rauskriegen, ob wir wirklich die hier rauskriegen oder andere. Ich glaube, hier habe ich auch schon goldene rausbekommen. Aber werden wir sehen. Jedenfalls kommen die dann beim nächsten Mal vorne rein und dann machen wir noch ein bisschen mehr mit Insekten. Hier sollte eigentlich noch ein Bildschirm vielleicht her für Insekten und sowas, dass man da den Überblick auch behält. Oder einfach auch zwecks der Deko ist es natürlich nicht schlecht. Na gut, Leute, wenn es euch heute gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Schreibt mir was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo da zu lassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.